Hallo zusammen, willkommen zurück zur Serie gegen die Engine. Ich hoffe, mein Aufnahmesetup sieht jetzt wieder vernünftig aus. Ja, ihr könnt alles sehen. Ihr seht das Spielbrett, ihr seht, dass irgendwann hoffentlich auch das Spiel anfängt. Da. Ich darf anfangen und ihr seht wieder, ihr könnt wieder den Spielstand sehen. Das war ganz dumm von mir in den letzten Videos. Und okay, damit ist da alles klar und wir können über meine erste Bank nachdenken. Und tauschen, sehr wahrscheinlich, würde ich sagen. CEO kann man nicht auf einmal loswerden. Man kann auch nicht zwei davon loswerden. Doch, man kann Codes spielen. Okay, darüber müssen wir schon nachdenken. 26 Punkte. AM ist eine eher neutrale Restbank. Und das S, mit dem man dann anschließen kann, liegt schon mal da. Das ist dann schon mal gut. 26 Punkte sind nicht wenig. Codes kann man verlängern mit einem T, weil es auch ein Verb ist, du codest. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir tauschen, kommt dann dabei was Besseres raus? Ich würde E und S behalten und das sind erstmal nur zwei Buchstaben, das ist noch keine wirklich gute Restbank. Das E kann man noch dazu nehmen, aber das wird, glaube ich, nicht so gut, dass ich hier den Zug nicht spielen sollte. Aber es gibt noch einen viel besseren. Ja, man muss immer noch eine Weile schauen. Es gibt noch einen besseren Zug, nämlich Medoc 30. Und ja, damit seht ihr hier auch meinen Denkprozess in Echtzeit. Man muss gerade bei so einer Startbank immer schauen, bin ich jetzt direkt sicher, was der beste Zug ist oder muss ich das noch eine Weile wirken lassen? Und hier war es jetzt also gut, dass ich nicht ganz schnell einfach das hier gespielt habe, denn Medoc ist nochmal klar besser. Hängt man jetzt das S schon dran? In diesem Fall würde ich sagen ganz klar nein, weil es als Hook für den nächsten Zug so wertvoll ist und dann kann ich hier in irgendeiner Form das runterspielen und es geht eben nur das S dran und kein anderer Buchstabe. Deshalb so denke ich sehr klar der beste Zug. Das Q kommt dazu, aber direkt auch das U. Und das heißt, ich kann das Q vielleicht im nächsten Zug erstmal behalten, wenn ich hier Säg spielen will. Quen passt dann gar nicht so schlecht zusammen. Ist eine ziemlich gute Restbank eigentlich sogar, wenn dann auch entsprechend Stellen dafür frei sind. Das schöne Wort Äsung wäre auch eine Option, ist aber natürlich deutlich schlechter, weil ich das U weggebe. Normalerweise bei einer anderen Restbank würde ich das hier spielen, weil man das U loswerden will. Aber wenn man hier das Q schon hat, dann hat das U natürlich einen besonderen Wert. Ich kann das Q natürlich auch gleich schon spielen mit Ques oder hier. Da ist jetzt die Frage, wie gut ist so eine Restbank mit QU dann tatsächlich? Will ich das tatsächlich dann vielleicht bewusst so behalten? Okay, der Bot nimmt mir die Entscheidung ab, denn Ankoch, na, nimmt sie mir nicht ganz ab. Ankoch verdoppelt hier dann nochmal das E praktischerweise, weil er mir genau ein H dahin legt. Das kann ich gebrauchen. Das sind 41, das sieht zu gut aus, aber Ques für 48 und auch das legt dann das Ä vor für den nächsten Zug. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Quäk ist auch eine Option, sind aber eher zu wenig Punkte dann. Und jetzt schauen wir natürlich noch hier oben ein bisschen weiter, ob ich dort andere Optionen habe. Aber Ques sieht zu gut aus und das Q behalten, ich wollte gerade schon drüber reden. Ah, schwierig zu entscheiden, weil. Aber ich glaube, es ist eher eine Falle, das Q zu behalten. Das liegt dann so nahe und das sieht erstmal so gut aus. Ich habe QU zusammen, aber es gibt eben trotzdem nicht viele Wörter mit dem Q und es kann hier dann gleich der Zug Queen kommen oder so. Aber viel Besseres kann ich dann halt auch nicht erwischen. Und wenn ich das jetzt weglege, kann ich mit EGN vielleicht dann bessere Züge erwischen. Allein schon, weil ich das Ä gleich dort weglegen kann. Aber es ist schon eine schwierige Entscheidung. Es sind auch 7 Punkte Unterschied. Also Ques sind 7 mehr und im Endeffekt denke ich, gibt das dann den Ausschlag. Ques ist schon auch, macht schon eine sehr schöne Stelle auf, mit der der Bot dann verlängern kann. Säg allerdings auch. Ah, es ist schwer zu sagen. Ich argumentiere hier mündlich für Ques, aber gleichzeitig habe ich so das Bauchgefühl, dass ich Säg spielen sollte, dass das vielleicht besser ist. Also meine Intuition geht ein bisschen in die andere Richtung. Und da weiß man aus der Psychologie oft, wenn man Dinge verbalisieren soll,
die man intuitiv macht, wird man oft schlechter da drin. Also das ist so ein bisschen eine Schwierigkeit hier beim Spielen mit Kommentar. Normalerweise spielt man intuitiv und wenn man dann plötzlich Argumente dafür finden muss, dann denkt man sich vielleicht welche aus, über die man sonst gar nicht nachdenken würde. Also dann führt es ein bisschen dazu, dass man sich gegen die eigene Intuition anredet. Und intuitiv gefällt mir Säg besser. Tja, was soll ich jetzt machen? Ich höre mal auf die Intuition. Wir sehen später, was die Analyse sagt. Ich behalte QU und ich ziehe Queen. Also das könnte dann tatsächlich funktionieren. Ich ziehe auch das Ö dazu. Könnte auch das zuerst loswerden, je nachdem, was gleich zurückkommt. Oder hier oben. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Queen geht auch hier. Q und Ö auf einmal werde ich nicht los. Ich denke, Queen, okay, Guru von der Engine. Das ist gut für mich. Das ist ein gutes Szenario. Nur 17 Punkte gemacht, hat 2 Us gehabt. Gibt mir jetzt keine klaren neuen Stellen. Jetzt ist die interessante Frage: Lege ich Queen so und hoffe gleich mit dem Ö irgendwas zu erwischen oder lege ich es so? Und habe dann diese Option nicht so sehr, mache aber auch nicht ganz so riskant auf. Guru ist ein Zug, der nicht so viel Rückschlüsse zulässt. Vermutlich sind die drei Restbuchstaben gut, aber die können auch relativ mäßig sein. Und es kann einfach so sein, dass Guru für 17 dann der Zug ist, den die Engine halt spielen musste mit den beiden Us. Also nicht so ganz klar zu sagen. Das hier ergibt sicherlich keinen Sinn, mein U weggeben. Ja, soll ich jetzt nochmal mit dem Q warten und Nö spielen, auch um defensiver unterwegs zu sein? Ich denke nicht. Das hier ist auch, hey, das ist eine schöne Option. Queerem. Dann legen wir das nochmal hin. Das ist vielleicht noch ein bisschen besser. 31 Punkte und den sehr guten Rest Nö behalten und nicht aufgemacht. Versus 38 Punkte, aber die Verlängerung oder hier die Stelle, die dann möglich ist, sind so gut. Und nachdem ich letztes Mal so geburnt wurde nach meinem gekorenen Bingo, wo ich schon gesagt habe, das ist wahrscheinlich zu riskant, sollte ich jetzt vielleicht hier mal defensiver vorgehen gegen die Engine. Und NÖ als Rest ist halt auch sehr gut. Das sind 31 Punkte, weil es so perfekt hinkommt. Das lege ich so. 102 zu 45 und ich ziehe den Blanko und gute Buchstaben dazu. Und ich sehe schon einen Bingo. Ihr könnt schauen, ob ihr ihn auch seht. Ah, jetzt ist er blockiert. Es wäre sonst relativ gut lösbar gewesen. Lösbaren hätte hier hingepasst. Aber, und jetzt passt nicht mehr, aber gibt es da jetzt noch was? Das Gute, wenn man jetzt hier einen Bingo sucht, ist, die Stellen sind überschaubar. Ich kann Säg verlängern, aber das geht natürlich nur mit E und T. Und da kann ich, glaube ich, schnell überblicken, dass es da keine Bingos gibt, wenn man sich den Blanko als E vorstellt und als T. Und die andere Möglichkeit, die aber natürlich deutlich attraktiver ist, ist das freie E hier in Queerem, wenn ich da enden kann. Und Bar ist da schon mal eine gute Nachsilbe, also, aber Lösbaren ist da, denke ich, das Einzige, was funktionieren würde. Aber dann muss ich natürlich hier mal kurz das Alphabet durchgehen und schauen, ob ich irgendeinen Bingo finde, der auf E endet. Ich finde keinen. Bisschen erstaunlich, aber dadurch, dass das E halt der letzte Buchstabe sein muss, ist man auch ein bisschen eingeschränkt. Abhörens passt nicht hin und sonstige Bingo-Stellen sind nicht erkennbar. Das U kann man relativ schnell ausschließen, dass da nichts geht. Und das heißt, ja, da werde ich jetzt erstmal sparen und der klare Zug dafür, denke ich, ist Bö. Das Ö möchte man hier jetzt nicht behalten für weitere Bingos. Ich könnte auch Bös spielen. Mit B, bitteschön. ANR, 26 Punkte. Oder so, 24 Punkte ANRS. Ja, das R noch dabei zu haben, das S noch dabei zu haben, ist, glaube ich, schon ein kleiner Vorteil. Also mag ich das so. Oder lege ich Börse? Dann ist nur noch die eine Bingo-Stelle offen mit Säg und das möchte ich, glaube ich, eigentlich nicht, wenn ich jetzt hier den Blanko habe. Sollte ich eher meine eigenen Chancen maximieren und 2 Bingo-Stellen offen halten. Und jetzt passt es jetzt.
Ja, also mit Säge oder sägt ergibt sich weiterhin nichts. Stranz passt nicht hin. Müsste weiter links anfangen. Und geht da wirklich mit einem E dazu? Gibt es da kein Wort? Ich glaube tatsächlich nicht. Aber mit dem E hier oben sollte es jetzt sicherlich funktionieren, oder? Ich muss auch hier rechts schauen, denn da gibt es jetzt im Prinzip eine Stelle. Aber und Nör sind gültig. Aber da ist kein Bingo zu erkennen, der dann funktioniert. Da kommt der Bingo von Macondo, Drillet mit der Stelle. Okay, da war der Blanko. Schauen wir später, ob der gerade gezogen wurde oder vorher schon. Aber jetzt werde ich doch irgendwie zu diesem E dorthin kommen. Es sieht nicht so aus. Das Problem ist, dass nur der eine Vokal da ist und es auf das E enden muss. Und man kann schnell die Vokale durchgehen. Und ich finde da kein Bingo. Draußen passt nicht ganz. Ich muss halt auf das E enden. Man schaut sich dann auch kurz das U an, das oben frei liegt. Aber auch dort sehe ich wiederum nichts. Werden wir später nachprüfen. Es könnte auch ein Wort hier auf A enden, aber auch da ist die Vokalarmut dann das Problem. Was mache ich so? Lege ich einfach an oder lege ich vielleicht Sägens 24, mache mir dort noch eine Linie auf für Bingos oder nutze ich die Stelle hier oben? Aber ja, da kann ich gar nicht so viele Punkte machen. Ja, ich glaube, mir gefällt dieser Zug am besten. Aber will ich das D behalten? Tja, wenn ich so mache, lege ich die Verlängerung vor und behalte das doppelte S. Ich denke, ich mache es so. Ein schönes freies S für mich und ich muss ein Vokal nachziehen. Ja. Ah, klappt es jetzt? Das ist ein bisschen verflixt. So spontan sieht nämlich auch das nicht so gut aus zu dem E. Ich habe Urwalds auf der Bank oder des Urwaldes, aber da liegt dann wieder das hier im Weg. Und das S, bringt mir das S jetzt was? Mann, Mann, Mann. Oh, jetzt sehe ich's, jetzt sehe ich's. Seht ihr es auch? Ich habe den Bingo schon genannt. Man muss nur die Stelle sehen. Wow, das ist schön. Das ist richtig schön. Der Urwald passt aufs Brett. Nämlich hier mit Nöl. 84 Punkte. Puh. Gucken wir später, ob ich da noch was anderes übersehen habe. Aber jetzt liege ich erstmal vorne, 60 Punkte. Oben ist jetzt das U schön frei. Ich ziehe gar nicht so schlecht nach. Das C gefällt mir nicht, das F dazu. Aber es sind 7 verschiedene Buchstaben und das ist immer ein Vorteil. Dadurch ist man flexibler. Das U oben bleibt offen und ich könnte dort Kur hinlegen für 36. Das ist erstmal so das Erste, was auffällt. Und dann schauen wir, ob ich noch was Besseres habe. Fezit ist immer ein schönes Wort, wenn man F und C hat. Aber das sind an der Stelle ein bisschen zu wenig Punkte. Noch ein schönes C-F-Wort, Confer, lateinisch, auch wie Fezit. Force ist leider kein gültiges Wort, sonst wäre das hier ganz gut. Ja, ich denke, es gibt wenig, was gegen Kur spricht. EFIT passt eigentlich auch ganz gut zusammen. Stelle da oben zumachen, aber der Bingo kommt unten durch die sehr schönen freien Buchstaben hier ausmalen für aber nur 62. Ich liege immer noch knapp vorne, habe 2 F nachgezogen, habe die Nachsilbe Haft, also zum Beispiel ekelhaft oder so, oder feenhaft, das könnte ich beinahe hier unten legen, aber ich habe noch das I dazu. Ein Bingo geht deshalb, glaube ich, nicht. Ich könnte hier tief legen. Ich habe weiterhin die Option hier, aber ein F will ich schon loswerden. Und wenn ich kann, irgendwie ein E behalten dabei. Haff ist eine schöne Option. Ich glaube, das ist kein Verb, also das funktioniert so nicht. Ich werde es ausprobieren, aber ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass es nicht geht. Und Haff könnte meine beste Option sein, beste Restbank. Da das mit so einer Bank, wo man jetzt recht durchschnittliche Buchstaben hat, geht es einfach darum, vor allem kurz die Stellen auf dem Brett
durchzugehen, übersieht man irgendwelche guten Anlegestellen. Zum Beispiel habe ich jetzt ganz kurz geschaut, kann ich auch irgendwie hier noch parallel spielen, aber da komme ich nicht auf den dreifachen Wortwert. Das gehe ich kurz durch, das verbalisiere ich nicht immer. Hier könnte ich auch Haffe spielen, aber eigentlich will ich, glaube ich, eher da unten zumachen. Ja, und ich denke, ich bleibe bei dem Zug. Ich probiere es kurz mit T, aber es würde mich sehr wundern. Nee, geht nicht. Das T kommt weg, das ist ein Substantiv. Haff. Und ja, ich ziehe gut nach. Mein Blick geht sofort zu dem E da oben. Das ist ja immer noch frei. Kriege ich einen Bingo? Oh, Van von Macondo. Das blockiert jetzt dort sehr stark. Und das E da oben ist jetzt die gute Stelle für Bingos. Ich habe dort keinen. Bin nah dran an Zisterne, aber nicht ganz. Und jetzt geht der Blick wieder zu den anderen Stellen, die wir gerade schon angesprochen haben. Denn neue haben sich jetzt eher nicht ergeben. Und ja, es geht jetzt vor allem ums Punkten. Aber es ist vielleicht auch eine Option, das nur so zu spielen. Dann ist die Bingo-Stelle weg. Vielleicht muss Macondo aber welche aufmachen. Und ich habe die sehr gute Restbank. Das gefällt mir gar nicht so schlecht. Ansonsten wäre Sitze die Option, aber da gebe ich schöne Buchstaben weg, lege ein komplett freies S hin. Ich füge ja durchaus, das heißt, die Engine muss schon versuchen aufzuholen. Wenn wir in die Restbuchstaben schauen, die beiden Blankos sind weg, es kommen noch ein paar schwierige Buchstaben. Ein paar E's sind noch zur Absicherung da, aber so toll sieht das nicht aus. Ich neige schon zu diesem Zug, weil ich abwarten kann. Oder soll ich es hier hinlegen und hoffen, dass ich den Bingo zu dem E bekomme? Also Van ist natürlich auch ein deutlicher Sparzug, von daher ist das vielleicht zu riskant. Dann ist die Chance relativ hoch, dass der Bingo zu dem E kommt. Aber wenn der kommt, dann werde ich mit EIRSST sehr wahrscheinlich auch einen durch die Buchstaben legen können, die dann da frei sind. Also sehr zweischneidig. Und ich will eigentlich Sitze nicht spielen. Das ist ganz unschön, wenn noch so schwierige Buchstaben kommen, das Y kommt auch noch, aber so die ganz teure Stelle dafür ist nicht erkennbar. Das heißt, darauf zu gehen lohnt sich auch nicht. Das J wird auch eher ein schwieriger Buchstabe sein auf diesem Brett. Keine Es, As, Os frei mit guten Stellen. Das heißt, die Bingo-Buchstaben, die guten Bingo-Buchstaben, die ich habe, sind schon welche, die man behalten will. Und Sitze erreicht eigentlich ja keins der Ziele, die ich habe, so richtig. Und ich möchte eigentlich schon fast das hier riskieren und die Stelle da oben auch offen lassen. Und ich mache es so und wir schauen es uns später an. Ein zweites I. Sistiere ist aber ein gültiges Wort. Und das kann ich auch spielen. Der Bot, die Engine, erwischt kein Bingo. Legt neu da unten für 19. Und ich habe den Bingo. Und den sollte ich auch schnell legen, da ich nur noch 5 Minuten auf der Uhr habe. Damit führe ich erstmal 70 Punkte, aber jetzt die Chance hoch. Genau, ich kann es gar nicht so schnell sagen, wie der Bingo zurückkommt. Minetten. Und wir haben ein spannendes Endspiel. Ich bin 10 vorne, ich ziehe J und Y und habe gerade schon gesagt, das ist hier gar nicht wirklich wünschenswert beides. Das Y ziehe ich meistens schon gern, aber hier bringt es mir nicht viel. Eigentlich gibt es nur dieses N da unten bisher. Ah nein, es gibt Yin. Oh, das ist natürlich gut. 39, ich lasse dort oben offen, aber was kann ich da auch sonst machen? Da habe ich keine guten Möglichkeiten. Und ich glaube, ich muss das da, ja, ich muss das da einfach freilassen. Ich komme auch nicht durch dieses U auf den doppelten Wortwert. Das hier zum Beispiel ist kein gültiges Wort. Da muss noch KUS hinten dran. Und da komme ich einfach nicht gut hin. Ich muss das, glaube ich, freilassen, obwohl das. Ah ja, das kann gefährlich werden, weil das Ü noch kommt. Und ich wurde schon ein, zweimal, glaube ich, von der Engine mit dem Ü überrascht. Und das kann natürlich hier allein schon mit dem Zug wie Mühle oder so sind es dann fast 50 Punkte. Das ist gefährlich. Aber ich kann da einfach nicht effektiv zumachen. Nee, ich seh einfach keine Möglichkeit, die gut genug ist. Und muss das offen lassen und erstmal Yin spielen und hoffen, dass ich einen Vokal nachziehe. Aber es kommen ja noch eine ganze Menge. Oh, aber ich erwische keinen. Ich erwische keinen Vokal und da kommt der Bingo Einkehre.
Und jetzt haben wir ein Endspiel und da werde ich keine Chance haben, weil ich keine Vokale habe. Und die Engine EELTTÜ tümelte. Ist das nicht sogar noch gültig? Tümeln? Und da kommen gleich nochmal die 70 Punkte. Heieiei. Das muss ich jetzt schon blockieren mit irgendeinem ganz billigen Zug, auch wenn es keinen Spaß macht. Gibst. Ja. Was soll ich sonst machen? Und dann habe ich noch DHJ. Lee kommt zurück. Okay, das behält Tüte auf der Restbank. Und dafür gibt es rechts die Stelle am dreifachen Wortwert mit ST. Und ich kann da sowieso nicht verhindern. Ich kann rechts an die Stelle nicht ran. Ich kann das nicht blockieren. Habe ich irgendeinen halbwegs guten Zug mit dem J? Nein, ich kann es nur irgendwo billig an eins der verschiedenen Es dranlegen. Mache das hier und verliere ein eigentlich schönes Spiel. Tüte kommt zurück. 472, 427. Schauen wir mal, was noch anders gegangen wäre. Wir wechseln zu Macondo, sehen meinen Startzug und sehen, dass Medoc klar der beste Zug sein wird. Müssen wir auch nicht simulieren. Das ist ziemlich klar. Dann Ankoch und hier wurde es aber interessant. Säugen, oh, ich wäre auf den dreifachen Wortwert gekommen. Säugen für 62, behält aber nur das Q, ist vielleicht gar nicht so klar besser. Oh, das hätte ich sehen dürfen. Da habe ich dann, das ist ein interessanter Denkfehler. Ich habe gedacht, entweder das U mit dem Q ausgeben oder das U behalten und das Ä legen, aber nicht das Ä mit dem Q legen. Und Quäs ist sogar ein bisschen besser. Meine Intuition war falsch. Ich habe Säg gelegt. 4% Punkte dahinter. Quäs ist am besten. Säugen ist genauso gut. Wow, ein erster kleiner Fehler. Dann kam der Guru mit der Restbank PIT, also tatsächlich eine ziemlich durchschnittliche. Hier habe ich mich für Quirem entschieden und wir sehen nach etwa 100 Iterationen, dass das okay ist. Das ist nah dran am Topzug, fast gleich auf. Also da war es okay und dann kam diese Bank, hatte ich ein Bingo? Ich hatte keinen Bingo. Nein. Und wo soll hier ÖR gelegt werden? Gör, ja, rechts auf den dreifachen Wortwert. Ich denke, Bö war da besser. Drillet kam als Bingo zurück und hier gab es auch keinen in der Tat. Und ich habe Sägens gelegt. Wie kommt das an? Ja, landet oben, sieht gut aus. Und da scheine ich einfach Pech gehabt zu haben, auch im nächsten Zug. Hier die Engine Macondo wieder mit so einem typischen Phishing-Zug, den sie gerne macht, liegt hier nicht Lux für 24, sondern liegt nur das X und behält ELMNNU. Vielleicht gibt es da einige Bingos, die sie erwischen kann mit den freien liegenden Buchstaben. Und hier Urwalz, der einzige Bingo. Gut, dass ich ihn noch gesehen habe. Und dann kam CF zusammen und Kur dürfte auch da korrekt sein. Brauchen wir uns nicht unbedingt anzuschauen. Nach einer Weile, wenn man oft solche Spiele analysiert und durchgeht, hat man auch ein Gefühl dafür, wo man weiß, okay, das wird die Engine jetzt auch so sehen. Da guckt man eher, gab es noch irgendeinen Zug, den ich übersehen habe. Manchmal überlegt man auch Überraschungen. Also bei meinen Turnierspielen lasse ich jeden Zug analysieren und gucke mir jeden an, aber hier mache ich es ein bisschen schneller. Tough oder Huff, okay. Ach, Tough rechts auf den dreifachen Wortwert. Ja, vielleicht etwas besser. Dann Van mit guten Restbuchstaben. EEENT, klar. Da legt man das so. Und hier hatte ich wieder kein Bingo und habe nur das Z gelegt. Und Sitze oder Ziste ist hier natürlich auch dabei. Nur ein S weglegen? Oh, das ist auch interessant. Nur das Z weg ist 9% Punkte dahinter. Nur das S weg, daran habe ich nicht gedacht. Mit Ausmalens, weil man dann sechs verschiedene Buchstaben hat. EIRSTZ. Okay, vielleicht ein bisschen besser. Ich habe immer so eine Abneigung gegen das Z, aber gegen Doppelbuchstaben sollte man teilweise die größere Abneigung haben. Sistiere, der einzige Bingo. Aber Minetten kam zurück und hier denke ich nicht, dass ich noch eine gute Chance hatte. Sollte ich hier Yin spielen oder gibt es irgendwas anderes, was besser abschneidet, weil ich dort oben zumachen muss? Nee, Sim ist der Topzug, Yin ist der Topzug. Und ja, dann mit dem Bingo, dann habe ich keine Chance. Endgame können wir uns mal kurz anschauen.
Und da ist jetzt bei Macondo mit einer neuen Version, die kürzlich rauskam, die Verbesserung, dass man das Endspiel auch die Berechnung stoppen kann und sehen kann, was die beste Sequenz ist, die bis dahin berechnet wurde. Ich habe Gibst gespielt, okay. Gibst scheint minimal besser zu sein, weil ich dann noch Jets spielen kann im nächsten Zug für ein paar mehr Punkte. Okay, aber davon wird der Braten nicht fett. Spiel verloren, aber also Zac war anscheinend ein gewisser Fehler. Dann das Fischen mit dem Z statt mit dem S war nicht ganz korrekt, aber ja, auch da wieder ein Spiel, wo vielleicht drei Fehlerchen von mir drin sind und das reicht, um zu verlieren gegen die Engine. Oder es reicht manchmal. Manchmal gewinnt man damit auch. Aber ich bin zufrieden mit dem Spiel, ist, was ich sagen will. Und ich fand, es war auch ganz instruktiv und interessant. Und damit sehen wir uns wieder bei Spiel 13.